Ob cremig oder knackig, an ihr kommt kaum einer vorbei. Ich esse wirklich viel Schokolade. Das Geschäft mit Schokolade ist gigantisch, egal zu welcher Jahreszeit. Also wenn alle so arbeiten würden wie du, dann hätten wir nur noch die Hälfte produziert. Was darf, ja was muss eine gute Schokolade kosten? Ich guck schon, dass ich die im Angebot bekomme. Oh, die darf bis zu 10 Euro bei mir kosten. Wie viel Arbeit steckt in einer richtig guten Tafel? Wir sind ja noch nicht mal bei der Kakaomasse. Und wir haben schon eine Stunde rumgewerkelt. All das will ich heute genauer wissen. Hey. Jetzt bei Was kostet Schokolade? Ich liebe Schokolade. Könnte ich mich reinlegen? Vor allem die mit ganzen Nüssen. Und da bin ich nicht alleine, denn jeder von uns isst in Deutschland pro Kopf durchschnittlich fast 9 Kilogramm Schokolade. Ja, das ist eine ganze Menge. Und damit gehören wir in Europa zu den absoluten Schokoladenliebhabern. Ich will wissen, was lassen wir uns eine Tafel Schokolade kosten? Und wie wird Schokolade eigentlich hergestellt? Also industriell und in der Manufaktur? Und wie setzt sich der Preis von Schokolade eigentlich zusammen? Darum geht's heute bei Was kostet Schokolade? Los geht's im pfälzischen Münchweiler. Besuch bei einem richtig großen Schokoladenhersteller. Guten Tag. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Richard Müller hier. Hallihallo. Herzlich willkommen in der Pfalz. Ich würde fast vorschlagen, wir sind ja beide noch jung. Duzen wir. Wir können es gerne duzen. Gerne. Richard, ihr produziert im Jahr 17.000 Tonnen Schokolade weltweit. Genau. Hier davon einen kleinen Teil. Genau, also im Herzstück unseres Unternehmens hier in der Pfalz, wo wir herkommen, da produzieren wir etwa die Hälfte und den Rest produzieren wir in China, in Kanada, in Rumänien und viermal in Deutschland eben. Vor allem auch hier. Wollen wir uns das mal angucken? Genau, selbstverständlich. Im Betrieb herrschen strenge Hygienevorschriften, also erstmal den Anzug wechseln. So, dann hereinspaziert. Oh, das ist aber schön. Riecht gut. Hier liegt sofort Schokolade in der Luft. Ja, das ist doch schön. Ja, so soll es auch sein. Das ist für mich auch immer das Tollste. Jedes Mal, wenn ich in die Fabrik komme, einmal tief einatmen. Ein wahres Schlaraffenland ist das hier. Schokolade, wohin man schaut. Richtig lecker. Seit 1957 gibt es die Wawi Schokolade AG. Bis heute ein echtes Familienunternehmen. Der Klassiker? Dieser kleine Schoko-Reisriegel. Sieht gut aus, aber schmeckt er auch? So, und jetzt kommt das Allerschönste und das Größte. Was denn? Bombband Schokolade zu essen. Kann man deswegen, naschen? Ja, deswegen darfst du jetzt auch deine Handschuhe dann anziehen. Warte. Und ich überlasse dir jetzt dann, welche du nimmst. Die sind jetzt ganz, ganz frisch, oder? Gerade ganz frisch aus dem Kühlkanal. Ja. Also besser, finde ich, kann man Schokolade nicht genießen. Oh, warte, hier. Genau, dann brich dir mal ein Stück ab und dann verteilen wir oder was? Ja, würde ich sagen. Okay, komm. Oder brüderlich. Ja. Jetzt darf ich den Bartschutz kurz runterlegen. Das ist okay, okay, ja. Ich mag das mit dem Reis. Das freut mich, ja. Und eben die Kombination Reis und eben Edel-Vollmilchschokolade. Alles hier ist exakt berechnet. Also wirklich teuer dürfte so ein Riegel doch nicht sein, oder? Was kostet denn ein so ein Riegel? Also ein Riegel, der ist jetzt 40 Gramm, bis der komplett fertig ist. Hinten im Lager bist du bei guten 20 Cent. An Herstellungskosten? Genau, mit allem drum und dran. 20 Cent und für euch. Und der wird verkauft für 1 Euro? Also der liegt jetzt beispielsweise sehr häufig in der Variante, in der kleinen, auch in Automaten und so, dann kostet der etwa 50 Cent. Von den 50 Cent draußen, die Hälfte, 25 hat der Supermarkt. 50% für den Supermarkt, das hätte ich nicht gedacht. Da bleibt beim Hersteller ja nicht wirklich viel hängen. Schließlich muss der nicht nur Maschinen bezahlen, Strom und Rohstoffe, sondern eben auch seine Mitarbeiter. Wenn das Produkt am Ende 50 Cent kostet für den Verbraucher und du sagst, ein paar Cent bleiben hängen, bleiben dann ein paar Cent hängen oder ein paar Cent hängen?
Also es spielt sich in einer Hand ab, sagen wir es mal so. Klar, das Teuerste an der Schokoladenproduktion ist der Kakao. Und der kommt hier in der Pfalz bereits als fertige Kakaomasse an. So, und jetzt kannst du mal richtig hier reinschauen in das flüssige Gold quasi. Boah, das ist ja randvoll. Das sind randvoll 12 Tonnen schöne Vollmilchschokolade. Kann man sagen, was hat das für einen Wert hier? Ja, so eine Vollmilchschokolade hat in etwa so einen Wert von 2,50 Euro das Kilo. Also die 12 Tonnen, wenn man es hochrechnet, so, ja, so 27.000, 28.000 Euro. Ja. Das heißt, hier steht ein richtig schickes Auto, ja, in der Schokoladenform. Genau. Jetzt gibt es ja durchaus viele kritische Stimmen, die über den Kakaoanbau in Westafrika sprechen, also beispielsweise an der Elfenbeinküste, Kinderarbeit, es sei nicht nachhaltig. Spielt das für euch eine Rolle? Also wir haben ja ein Interesse daran, dass der Kakao nachhaltig angebaut wird. Aber wenn er nicht nachhaltig angebaut wird und die Bauern damit nichts verdienen, dann bauen sie irgendwann was anderes an. Das heißt, eine gewisse Nachhaltigkeit muss in dem Kakao, aber dafür muss nicht unbedingt immer was draufstehen, sondern wir schauen schon, dass wir eben, soweit wir das eben als mittelständiger Hersteller hier in Deutschland überwachen können, aber man muss sich dann eben da auf die Kakaohändler und so in gewisser Weise auch verlassen. Na gut, so richtig zufrieden bin ich mit dieser Antwort nicht. Aber okay, wie es mit den Lieferketten im Schokogeschäft aussieht, kläre ich später. Und was macht ihr jetzt daraus? Aus dem wird jetzt, wenn ich mal gucke, das ist die Nummer, die geht in Weihnachtsmänner. Also daraus werden jetzt Weihnachtsmänner. Weihnachtsmänner im Hochsommer, das will ich sehen. Tatsächlich werden hier schon ab Februar Weihnachtsmänner in Stellung gebracht. Und dann sehe ich, diese Maschine hier fertigt auch Osterhasen. Stimmt das, dass alte Weihnachtsmänner, dass die eingeschmolzen werden und dann werden da Osterhasen draus gemacht? Das ist ein alter Mythos, den kann ich aber leider nicht bestätigen. Ja, das liegt daran, dass wenn die einmal produziert sind, einmal fertig sind, ja, dann werden die verkauft, weil es würde sich nicht lohnen, die ganze Verpackung wieder abzumachen, die hinten wieder in den Tank zu werfen. Das wäre zu aufwendig. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigt und wir haben mit dem Mythos aufgeräumt. Also Weihnachtsmann bleibt Weihnachtsmann und Osterhase bleibt Osterhase. Genau. Gut, hätten wir das auch geklärt. Diese ganzen Weihnachtsprodukte hier, ich bin doch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Ich brauche mal so ein bisschen Weihnachtsmusik. Jingle bells, jingle bells. Schon besser. Jingle all the way. Oh, what fun. Ich würde jetzt fast sagen, dass wir uns. Habe ich gar nicht gesehen. Hat gar keiner gesehen. Oh, der Richard passt auf. Oh, what fun it is to ride. Rund 70.000 Schoko-Weihnachtsmänner produziert allein diese Anlage pro Tag. Nicht schlecht. Nur das Konfektionieren wird noch von Hand gemacht. Klingt nach einem, ja, perfekten Job für mich. Also wenn alle so arbeiten würden wie du, dann hätten wir nur noch die Hälfte produziert. Also wir werden schon von den Mitarbeitern belächelt. Ne? Warum denn? Ja, weil die normalerweise nicht so viel essen. Aber die dürfen, also jeder Mitarbeiter darf hier so viel Schokolade essen, wie er möchte. Wahrscheinlich hat man die Schnauze voll, oder? Irgendwann. Nein, man hat doch nie die Schnauze voll von Schokolade. Was soll Richard auch anderes sagen? Bei fast 9.000 Tonnen im Jahr, die hier als Schokoprodukte rausgehen. Nicht nur unter dem eigenen Namen, sondern auch für Fremdfirmen. Ihr habt die Stromkosten, ihr habt die Kühlkette, ihr habt Personalkosten, diese riesigen Anlagen, das Ganze muss transportiert werden. Wie könnt ihr den Preis halten? Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die Antwort hier, oder? Es geht nur über Masse. Man kann nicht nur wenige Kartons, man muss schon immer, ich sag mal, von einem Artikel mindestens 100, 200 Paletten am Stück produzieren, sonst lohnt sich das nicht. Beeindruckt von der schieren Menge, die sie produzieren, geht's für mich weiter nach Karlsruhe. Hier interessiert mich zunächst mal, wie viel ist uns eine Tafel Schokolade eigentlich wert? 2,50, 3 Euro. Ich guck schon, dass ich die im Angebot bekomme. 2, 3 Euro, die 100 Gramm, ja. Oh, die darf bis zu 10 Euro bei mir kosten. 2,50 oder so? So ab 3 Euro ungefähr. Ich denke, für 1,50 Euro bekommt man schon gute Schokolade. 1,50, 2 Euro, je nachdem. Rein in den Discounter und ran ans Regal. Tatsächlich liegen die Preise hier pro 100 Gramm zwischen 49 Cent und 1,50 Euro. Die meisten Schokoladen bewegen sich im Mittelfeld, so um 1 Euro.
Ich entscheide mich für die Hausmarke, die beliebteste Schokolade der Deutschen und eine Bio-Fairtrade-Tafel. Worin unterscheiden sie sich? Wie kommen die Preise zustande? Dafür reise ich nach Frankfurt und treffe einen Experten der Lebensmittelzeitschrift. Hendrik Warnhold analysiert den Schokoladenmarkt seit Jahren. Herr Warnhold, wenn wir Abstand halten, können wir die Maske ausziehen? Von mir aus gerne. Ja, wunderbar. Ich hätte eine Frage, und zwar, wer bestimmt denn in Deutschland, was Schokolade kostet? Es gibt in Deutschland ja im Grunde nur 4 bedeutende Handelsunternehmen, Handelsgruppen. Das ist Aldi, das ist die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland und das sind natürlich Edeka und Rewe. Und bei dieser Konzentration ist natürlich klar, dass die Handelsunternehmen eine große Marktmacht haben. Jetzt ist mir gesagt worden, dass Hersteller mit Schokolade wenig bis gar keinen Gewinn machen. Das fällt mir so wahnsinnig schwer zu glauben. Das finde ich auch schwer zu glauben. Vor allen Dingen, wenn ich mir anschaue, was die großen Hersteller von Schokolade verdienen. Die haben oftmals 2-stellige Margen in Prozentzahlen. Es gibt kleinere Hersteller, die allerdings deutlich weniger verdienen, bei denen aber auch etwas übrig bleibt. Bis wir eine Tafel Schokolade essen, passiert viel. Das zeigt dieser Kakaobarometer. Vom Umsatz einer Tafel Schokolade bleibt seit Jahren der größte Teil beim Einzelhandel hängen. Gefolgt von den Herstellern. Das Schlusslicht mit nicht mal 7% bilden die Kakaobauern. Was passiert denn, wenn ein Hersteller zu einem Händler geht und sagt, so, meine Schokolade kostet jetzt 2 Euro, fertig? Dann gibt es großen Stress in den Verhandlungen. Dann wird sehr großer Druck ausgeübt. Dann kann es dazu kommen, dass die Schokolade nicht mehr angeboten wird bei einem bestimmten Händler. Und wenn Sie sich vor Augen halten, es gibt eben 4 große Handelsgruppen in Deutschland, dann fällt natürlich sofort eine enorme Menge weg. Da werden die Verhandlungen automatisch schwerer, auch wenn man sagt, ich will 2 Cent, 3 Cent mehr in die Herkunftsländer. Selbst dann? Ja, das Thema Nachhaltigkeit wird von Händlern in den Verhandlungen mit Herstellern durchaus akzeptiert als Argument. Also wenn es da eine klare Begründung gibt, klar gesagt werden kann, dieses Geld kommt den Kakaobauern zugute, dann wird durchaus in diesen Verhandlungen, ist etwas, was mir immer wieder berichtet wird, ein kleiner Aufschlag akzeptiert. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr spannend. Ich sage Dankeschön. Hat mich auch sehr gefreut. Alles Gute. Danke Ihnen. Tschüss. Auf was wir Verbraucher beim Kauf achten sollten, komme ich später noch. Jetzt interessiert mich erstmal, schmeckt denn teuer auch automatisch besser? Ich habe mal meine 4 Schokoladen mitgebracht. Die gehen von 60 Cent pro 100 Gramm bis zu 14,30 Euro pro 100 Gramm. Jetzt geht es mir darum, in Karlsruhe herauszufinden, schmeckt man den Preis und schmeckt der Preis auch. Es treten an eine günstige Discounter-Schokolade, die beliebteste Tafel der Deutschen, eine Manufakturschokolade und eine Bio-Fairtrade-Schokolade. Ich habe 4 verschiedene Sorten. Ja. Die gehen von 60 Cent pro 100 Gramm bis zu 14,30 Euro. Ui. Gerne mal durchfuttern. Schön cremig. Die war auch recht weich. Ich glaube, sie haben einen stärkeren Kakaogehalt, die Nummer 2 als die 1. Viel zu süß. Auch eine gute. Die ist schon nochmal süßer wie die. Die ist schon besser in der Konsistenz. Ich glaube, Nummer 2 ist mein Favorit. Hat mir jetzt nicht geschmeckt. Weniger süß als die anderen beiden. Ja. Zarter. Und die schmeckt halt etwas bitter. Also die ist immerhin am festesten, aber schmecken tut sie nicht nach Schokolade. Das war die ausgefallenste bisher. Und dann bin ich reif für 4. Ganz zart. Auch nicht so süß wie die ersten beiden. Bei der 4 geht stärker in Richtung Milchschokolade für mich. Wenn ich ein Ranking machen muss, die 3, die 4 und 1 und 2, nö. Das ist die teuerste? Die 3? Ich glaube, die ist die teuerste. Die 3? Mhm. die nicht dann 4, dann 2, dann 1. Ich würde sagen, 3 ist die teuerste und 1 ist die preiswerteste. Wir 3 ist richtig, 14 Euro. 3 war schon mal richtig. Da habt ihr gesagt 4. Mhm. Ist die Bio-Schokolade. Okay. Ist auch richtig.
Zwei ist der große Markenhersteller. Ist auch richtig. Und eins ist auch richtig, ist die Schokolade. Ich, der Schokoladenkenner. Mhm. Die drei kostet tatsächlich 14,30 Euro für 100 Gramm. Ja, ja. Die erste Schokolade ist tatsächlich die preisgünstigste aus dem Discounter. Ach, und die esse ich sonst nie. Die sind ja richtig gut. Die sind ja richtig gut. Die drei, die allerteuerste, 14,30 Euro. Und die eins, die aus dem Discounter, 60 Cent. Ich esse wirklich viel Schokolade. Wer hätte das gedacht, dass ich in Karlsruhe auf so viele Experten treffe? Fast alle konnten die Preise richtig zuordnen. Doch woher kommen die großen Preisunterschiede, wenn doch am Ende fast nur Kakao und Zucker zusammengerührt wird? Zur Basisrecherche geht's ab ins Grüne. Ich bin jetzt im Botanischen Garten in Karlsruhe und treffe mich mit Patrick von Vacano. Er ist Kakaoexperte und beliefert Gastronomen und Schokolatiers auf der ganzen Welt mit Kakaobohnen und auch mit Schokolade. Und das Schöne ist, hier in Karlsruhe darf ich mir einen Kakaobaum anschauen. Also wirklich die Grundzutat einer jeden Schokolade. Hi, Johannes Zenglein, SWR. Patrick von Vacano. Gerne, Patrick. Patrick, das freut mich. Wo können wir uns denn diesen Kakaobaum anschauen hier? Wir müssen in die Tropen. Aber in die Tropen? Dann gehen wir direkt rein. Ja. Die Tropen in Karlsruhe. Und wo ist denn jetzt dieser Kakaobaum? Wir stehen direkt davor. Ach Quatsch, ich dachte, die wären viel größer. Ich kenne Bilder, da sind die wie so klassische Apfelbäume so groß. Ja, aber der klassische Apfelbaum ist ja auch nicht immer gleich groß, oder? Das ist natürlich richtig. Was ich sofort merke, der Kakaobaum braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit, das auf jeden Fall. Ja. Was denn noch, damit er funktioniert? Er braucht wirklich dieses tropische Klima. Ne? Also Kakao wächst überall auf der Welt am Äquatorgürtel, wo wir diese tropische Temperatur haben. Der Kakaobaum trägt das ganze Jahr über Früchte und Blüten, die bei der Ernte nicht beschädigt werden dürfen. Daher werden die bis zu 700 Gramm schweren Früchte ausschließlich per Hand geerntet. Um die reifen Früchte zu erkennen, braucht es ein gutes Auge. Leider wird für den Anbau der Kakaoplantagen nach wie vor jede Menge Regenwald gerodet, vor allem in Westafrika. Und wo genau kommt er her, unser Kakao? Die Hauptanbauländer liegen über mehrere Kontinente verteilt. Knapp 6% der Kakaobohnen kommen aus Asien. Ungefähr 18% stammen aus Süd- und Mittelamerika. Den Löwenanteil trägt mit mehr als 76% Afrika. Das heißt, die Schokolade, die ich im Discounter kaufe, bei mir ums Eck, besteht eigentlich aus Bohnen von der Elfenbeinküste. Genau. Warum ist das so? Ist das das Klima oder geht es da um die Kohle? Es geht um die Kohle. Also bei Kakao geht es eigentlich immer nur um die Kohle. Also, warum mache ich das? Warum mache ich Elfenbeinküste oder Ghana? Das ist einfach auch eine historische Geschichte. Es ist Afrika, dadurch sehr, sehr günstig im Preis. Ich kann das auf großen Monokulturen ernten und kann dadurch sehr, sehr effizient, kostenreduzierend arbeiten und kann hier diese preiswerte Schokolade auch anbieten. Kakao wird an mehreren Börsen weltweit gehandelt. Wie mit jedem Rohstoff wird auch damit viel spekuliert, sodass die Preise stark schwanken können. So kostete im Juni 2020 eine Tonne Kakao rund 2.000 Euro. Wenige Wochen später dagegen nur noch rund 1.600 Euro. Wo hängt denn jetzt an diesem Kakaobaum die Frucht? Beim Kakao ist es Stammblütler. Das heißt also, die Frucht wächst direkt am Stamm. Aber auch komplett, einmal von oben. Von oben bis unten. Was ein bisschen schade ist, der hat keine Frucht gerade, oder? Hier hängt gar nichts. Hier hängt nichts, aber... Nicht mal so eine Blüte. Aber ich habe dir was mitgebracht. Hast du eine dabei tatsächlich? Ich habe eine dabei, ja. Oh, sehr gut. Wo ist die denn? Die ist hier vorne. Oh, das ist aber ein großer Brummer. Ja, das ist jetzt ein Arriba Nacional aus Ecuador. Sie hat überhaupt keinen Eigengeruch. Also es riecht auch wirklich 0,0 nach Schokolade jetzt in dem Moment. Nein, in dem Zustand noch überhaupt nicht. Können wir die mal aufschneiden? Ja. Wo setze ich denn jetzt? Also ungefähr mittig. Ja. Ja. Und dann einmal rum.
Sie ist schon widerspenstig. Also die Schale ist schon... Ja. Und jetzt ganz vorsichtig, genau. Und jetzt siehst du hier die Rippen. Und in den Rippen ist dann die Bohne. Das heißt, das Weiße hier, das ist das Fruchtfleisch. Das Weiße ist das Fruchtfleisch. Und jetzt kannst du dich... Das ist eine glitschige Angelegenheit auf jeden Fall. Und ich hab sie. Dieses Fruchtfleisch ist sehr, sehr wichtig für die Schokoladenproduktion. Also wenn du gleich mal ein Stück probierst. Ach, man kann die jetzt einfach schnabulieren. Das sieht aus wie Litschi, schmeckt wie Litschi. Zwischen Orange, ja, genau. Oh. Ja. Das ist ja total süß. Total süß im Mund. Schmeckt wirklich wie Litschi. Und es schmeckt überhaupt nicht nach Schokolade. Null. Nein. Diese Säfte und so weiter brauchen wir in der Fermentation. Und das funktioniert so. Die Samen wandern samt Fruchtfleisch in solche Kästen oder werden mit Blättern oder Planen bedeckt. Mit der Zeit verflüssigt sich das Fruchtfleisch und vergärt langsam. Den Saft nimmt die Bohne langsam auf, bevor sie schließlich unter ständigem Wenden in der Sonne getrocknet wird. Weißt du zufällig, wie viele unterschiedliche Kakaosorten es gibt? Als wir vor 10 Jahren angefangen haben, hat man uns erzählt, es gibt 3 verschiedene Kakaobohnensorten. Trinitario, Forastero, Criollo. Das ist ungefähr der wissenschaftliche Stand von Weißwein, Rosé und Rotwein. Und wenn du darüber noch mehr wissen möchtest, da hätte ich noch jemanden für dich. Ja, sehr gerne. Den erreiche ich wie? Ja, den müssten wir anskypen, weil der ist gerade in Ecuador. Der ist vor Ort in Ecuador? Der ist vor Ort, Das können wir machen, also von meiner Seite aus sehr gerne. Auf jeden Fall. Es ist jetzt noch ein bisschen früh für ihn, 7 Stunden minus. Ja. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten. Pass auf, dann komme ich wieder. Patrick, ich sag vielen Dank für die Einführung. Danke für die Schokolade. Und bis später. Und du machst die Skype-Verbindung klar. Mach ich. Das ist ein Deal. Dankeschön. Die Wartezeit überbrücken wir an einem ganz besonderen Ort. Denn hier in Savellingen, nicht weit von der französischen Grenze, hat eine Firma ihren Sitz, die mehr machen möchte als nur Schokolade. Jetzt habe ich so viel erfahren und gelernt über Schokolade. Aber klar, ich will Schokolade auch noch selbst machen. Und das mache ich mit Juan und Simone. Denn die beiden begleiten die Kakaobohne tatsächlich den ganzen Weg. Also von ihrem Ursprungsland Kolumbien bis hin zur fertigen Tafel. Ihre handgefertigte Schokolade gibt's nur im Internet. Juan und Simone vertreiben alles online, ohne Zwischenhändler. Die ehemalige Süßwaren-Produktentwicklerin sowie der gelernte Patissier und Chocolatier lieben und leben Schokolade. Musik. 2018 wurde die alte Backstube von Simones Großvater, einem Bäcker- und Konditormeister, wiederbelebt und zur Schokomanufaktur umfunktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt, was die beiden hier alles so zaubern. Also mit Schürze, da sehe ich doch schon ziemlich professionell aus, oder? Ja, okay, Dr. Johannes, dann... Geht's los? Geht's los. Dann machen Sie mal das Böhnchen frei. Ich stehe hier bei mir. Das sind jetzt eure besonderen Bohnen. Genau. Aus diesen 3 Kilo Kakaobohnen werden später 75 kleine Tafeln à 35 Gramm. Pro Woche produzieren die beiden Chocolatiers bis zu 800 Tafeln. So, das habe ich für dich. Ohne Schelle geschält, dass du probierst. Ich soll sie essen? Ja, ess okay, das. Okay. Ja, nicht, ja. Okay. Oh. Aber auch lecker ist auch anders, oder? Also so. Ja, weil man ist gewohnt den Zuckergeschmack. Ne? Ja. Ja, genau. Aber so schmeckt keine Bohne, ist bitter. Also es hat eine gewisse Säure. Dieser Säuregeschmack, der soll weggehen. Ja? Ah, also das ist nur ganz leicht. Genau, genau. Ja. Und das wird halt durch Rösten und später mit dem Konchieren, also mit der Steinwalze, erreicht, dass das weggeht und die guten Aromen rauskommen. Das klingt mal nach richtig viel Arbeit. Also, zunächst muss die Schale ab. Dafür erhitzen wir die Bohnen bei 100 Grad, damit sie sich besser löst.
Dann werden die Bohnen gebrochen, und zwar mit Hilfe dieser Maschine. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Kaffeemühle, oder? Da sind diese Zähne drin und die zerbrechen dann die Bohnen. Ja. Was hat denn diese Maschine gekostet? Also diese Geräte waren alle zusammen ungefähr 4.500 Euro. Voll und danach. So. Genau so. Und jetzt einfach kurbeln. Und dann mal so eine Hand, so mehr oder weniger, das so hier. Ja. Und so. Boah, das ist gar nicht so einfach. Genau. Ich hab gedacht, das geht. Das ist ein widerspenstiges Gerät. Ja. Schau mal, ich sage dir, wie ich das mache. Okay, bitte. Ich lege so. So, kann so rein. Was soll ich denn dazu sagen? Das war natürlich jetzt wieder. Du kannst unarm das, wie deine Freundin wäre. Was? Okay, also ich tue so, als wäre das meine Freundin und da muss Liebe mit dem Spiel sein. So, richtig, richtig eng. Okay, richtig eng. Na, komm her. Komm her, du Bohnenmühle. Und so sehen die Bohnen nach dem sogenannten Brechen aus. Für die Schokolade aber verarbeiten wir nur die Nips, also die Bohnenstückchen. Dafür kommt das Ganze jetzt in diesen Behälter. Ein kräftiger Sog sorgt dafür, dass nur die schweren Nips nach unten fallen. Der Rest wird ausgesiebt. Das sind so viele Arbeitsschritte bei euch. Ja. Wir sind ja noch nicht mal bei der Kakaomasse. Und wir haben schon eine Stunde rumgewerkelt. Mann. Mit einem Schuss Kirschwasser geht's weiter. Dadurch werden die Aromen intensiver. Boah. Das ist ehrlich. Jetzt sind die Nips bereit zum Rösten. Bei 120 Grad geht's für 45 Minuten ab in den Ofen. Genügend Zeit, um von den beiden Schokolatiers mehr über das Geheimnis ihrer speziellen Bohnen zu erfahren. Juan, was ist denn das Besondere an euren Kakaobohnen? Also unsere Kakao ist eine Criollo-Sorte. Das heißt, es ist eine alte, native Sorte. Diese Kakaobohnensorte schmeckt besonders aromatisch, kommt allerdings nicht sehr häufig vor und sie stammt aus Juans Heimatland Kolumbien. Den Bauern für ihre Bohnen einen fairen Preis zu bezahlen, ist den beiden sehr, sehr wichtig. Unser Traum war, einen kleinen Kakaobauer unabhängig zu unterstützen, dass der direkt davon leben kann, den Kakao zu exportieren. Was müsst ihr denn zahlen? Also wir zahlen, Juan? Also das sind ungefähr 10 Euro per Kilo. Aber dann zahlt er ja für eine Tonne, zahlt er ja 10.000 Euro plus. Ungefähr wäre 15.000 Euro eine Tonne, ja. Mit Versand. Mit Versand, ungefähr, ja. Aber das ist ja, um ein Vielfaches mehr. Genau. Als Kakao. Beispielsweise aus Westafrika, der sich an der Börse orientiert. Genau. Wenn du bedenkst, dass du in Westafrika eine Kakaofrucht, eine super Frucht kaufen kannst mit über 100 Bohnen. Und hier ist eine native, natürliche Bohnensorte, die 30, 35 Kakaobohnen drin hat. Also das heißt, der Ertrag ist viel geringer. Für den Massenmarkt wäre diese Bohnensorte also gar nicht geeignet. Aber hier perfekt. Nach dem Rösten mahlen wir die Bohnen. Denn je feiner das Ganze, umso mehr entfaltet sich die darin enthaltene Kakaobutter. Und dann wird die Masse noch cremiger. Verflüssigt wird sie dann in dieser Conchiermaschine. 100%, ne? 100% Kakao. Die Bohnen, aber jetzt mit der Bearbeitung. Ui. Boah. Also eine ganze Tafel könnte ich davon nicht essen. Man braucht einen Whisky. Ja, also dazu braucht man wirklich was. Aber ist das so? Oh, das ist schon bitter, Juan. Ja. Das ist schon sehr bitter. Aber ist das Schokolade, wie du sie magst? Nee, das esse ich nicht. Gerne, ja. Naja, meine Lieblingsschokolade wird die 100%ige in diesem Leben wohl nicht mehr. Aber zurück zur Conchiermaschine.
Dort reiben zwei Granitwalzen die Kakaomasse so lange, bis sie flüssig ist. Dadurch erhält die Schokolade ihren Schmelz, verflüchtigen sich Bitter- und Aromastoffe. Heute machen wir übrigens eine 75-prozentige Schokolade. Die enthält nur Kakaomasse und Rohrzucker und ist endlich bereit für ihre Form. Das muss jetzt schnell gehen, oder? Weil die Schokolade dann in diesen Kühlschrank muss. Genau, genau, so. Schön dicker Klecks, gleichmäßig drücken, genau. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Okay, super. Mit etwas Rütteln verteilt sich die Schokolade regelmäßig in der Form. So, und jetzt ab in den Kühlschrank. Was kostet euch denn die Verpackung? 50 Cent. 50 Cent pro Schokolade? Mit Etikett und allem, ja. Okay. Genau. Auf jedem ihrer Etiketten stehen die Zutaten, das Mindesthaltbarkeitsdatum und das Herkunftsland der Bohnen. Nein! Das ist schon einmal so. Das heißt Cacao de Color. Och Mann. Aber ich verstehe das. Es muss bei euch ja schon perfekt sein, oder? Das Produkt ist hochpreisig. Da muss auch die Verpackung ordentlich aussehen. Genau. Ja. Genau. Endlich geschafft. Fertig sind die feinen Tafeln. Jetzt noch rein mit ihnen in die Verpackung. Und perfekt. Jetzt sind wir endgültig fertig. Genau. Jetzt hast du eine Tafel gemacht. 35 Gramm Schokolade. Es war enormer Aufwand. Kostet 5 Euro. Wisst ihr beide denn, was ist der Gewinn für euch am Ende? Der liegt bei ungefähr 20%. 20%? Genau. Also pro 5 Euro, 1 Euro geht an euch. Und was ist denn euer größter Kostentreiber? Der größte Kostentreiber ist definitiv der Kakao, weil da sehr viel Arbeitsaufwand drin steckt. Macht ihr nur Schokolade? Nee. Nee, wir machen auch noch was anderes. Wir machen noch Pralinen. Dann machen wir jetzt zusammen Pralinen. Wir verwenden Honig, Rosmarin, ja. Schlagsahne, Butter und Schokolade. Schokolade. Genau. Also ich bin bereit. Genau. Von meiner Art kann ich losgehen. Sehr gut. Schokolade und Honig werden in einem Topf erhitzt. Dann gießen wir eine leckere Sahne-Rosmarin-Mischung über das Ganze. Kräftig rühren, Butter dazu und ab in die Form. Die Masse härtet dann im Kühlschrank aus. Anschließend kommt noch etwas flüssige Schokolade obendrauf, damit sich der Block besser schneiden lässt. Was kostet denn so ein Pralinschneider? Mit dem Zubehör, mit den Drähten und allem drum und dran haben wir ungefähr 1.100 Euro bezahlt. Genau. Okay, das ist schon ein Invest. Aus dem Pralinenblock werden am Ende 80 feine Würfel. Wie unterscheiden sich denn eure Pralinen mit den Industriepralinen? Was ist der Unterschied? Wir legen halt Wert auf die Schokolade und auch auf regionale Zutaten. Was kostet denn am Ende eine von diesen Pralinen? 1,50. 1,50? Mhm. Das ist der Beweis, dass ich gearbeitet habe. Ja. Und jetzt? Jetzt? Ich sag, okay, muss ich probieren. Jetzt musst du probieren. Okay. Aber es schmeckt sehr lecker. Man sieht es unter der Maske nicht, aber mit dem Rosmarin und dem Honig, es ist echt cool. Na, da hat sich der Aufwand doch mal richtig gelohnt. Auch wenn so eine Praline nicht gerade ein Schnäppchen ist. Zeit für ein kleines Resümee meiner gesammelten Schokoladenerfahrung. Dafür treffe ich eine Expertin der Verbraucherschutzzentrale. Hallo Frau Umbach. Grüße Sie. Hi. Hi. Frau Umbach, ich habe Ihnen mal 4 Schokoladen mitgebracht. Eine aus dem Discounter, eine der meistverkauften, die Bio-Variante und die aus der Manufaktur. Okay. Gibt natürlich preislich logisch große Unterschiede. Kann ich als Verbraucher denn auch einen Qualitätsunterschied erkennen? Also die Zutatenliste verrät schon mal einiges. Mhm. Und es ist so, dass eine gute Schokolade eigentlich nur wenige Zutaten braucht. Kakao ist natürlich maßgeblich der Bestandteil, der ja auch, ich sag mal, den Charakter von so einer Schokolade ausmacht. Das Gute ist, dass der prozentuale Anteil an Kakao, das müssen die Anbieter hier drauf kennzeichnen.
Den Kakaoanteil, der in einer Schokolade drin sein muss, damit sich eine Tafel Schokolade, Milchschokolade oder weiße Schokolade nennen darf, regelt eine eigene Kakaoverordnung. So muss zum Beispiel eine Milchschokolade aus mindestens 25% Gesamtkakaotrockenmasse, 14% Milchtrockenmasse und 25% Kakaobutter bestehen. Was ich mich immer frage, jetzt steht auf dieser Schokolade aus dem Discounter steht drauf, zarte Edelvollmilch. Jetzt klingt ja edel immer nach toll und teuer. Ja. Hat das eine Bedeutung oder ist das ein Marketing-Gag? Also tatsächlich ist dieser Begriff edel nicht wirklich geschützt, aber darunter versteht man schon, dass die Kakaobohnen, die da verwendet werden, zu einem gewissen Anteil aus einer sogenannten Edelkakaobohne stammen müssen. Jetzt ist die Wertschöpfungskette bei der Schokolade unglaublich lang. Gibt es da Probleme mit Schadstoffen bei diesem Produkt? Also im Grunde, Kakaobohne ist ein Naturprodukt und da haben wir eigentlich in der Regel, können da immer irgendwelche unerwünschten Stoffe enthalten sein. Die Kakaopflanze hat die Angewohnheit, bestimmte Schwermetalle aus dem Boden aufzunehmen, die sich dann auch wieder in der Kakaobohne und dann aber auch möglicherweise in der Schokolade wiederfinden können. Jetzt gibt es da beispielsweise Cadmium, das ist ein Schwermetall. Es gilt als möglicherweise krebserregend. Muss da nicht geprüft werden? Tatsächlich ist es so, dass die Hersteller dafür verantwortlich sind, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Und wir haben seit kurzer Zeit allerdings erst auch für Schokolade einen Grenzwert für diesen Schadstoff Cadmium. Was heißt seit kurzer Zeit? Eigentlich erst seit 2019 gibt es für die Produktgruppe Schokolade auch einen Höchstwert, was Cadmium angeht. Naja, besser spät als nie. Kommen wir zum Geschmack. Als erstes testen wir die Discounter- und Bio-Schokolade. Ich fange an mit dieser hier. Ja, mit der Discounter. Mit der Discounter. Sie verspricht ja Schmelz, ne? Ja. Und? Zarte, schmelzige Schokolade. Hat einen Schmelz, ne? Ja, wobei ich ihn auch schon besser erlebt habe tatsächlich. Hat so ein bisschen was Stumpfes. Bitte mal die Bio-Schokolade probieren. Ja. Ich freue mich. Ich finde, die schmeckt anders. Sie schmilzt langsamer. Viel langsamer. Sie schmilzt langsamer. Man hat das Gefühl, man hat länger was im Mund. Die ist ein bisschen härter, in Anführungszeichen. Ja. Aber ganz ehrlich, durch das langsame Schmelzen kriegt man irgendwie ein besseres. Dann kräftigeren Schokoladengeschmack, oder? Mhm. Schokolade ist eben nicht gleich Schokolade. Aber das hatte mir auch schon mein Kakao-Experte Patrick erzählt. Und der hatte mir noch was versprochen. Zurück nach Karlsruhe, Botanischer Garten. Hier erwartet mich gleich ein ganz besonderes Skype-Gespräch. Mit Jan Schubert. Er lebt und arbeitet seit Jahren in Ecuador. Dort betreut er den Anbau von Kakaoplantagen und er sucht nach alten, längst vergessenen Kakaosorten. Jan, ich habe gehört, du bist der Kakaobohnenjäger. Was machst du denn in Ecuador genau? Ich kümmere mich darum, mit Kleinbauerngruppen Projekte aufzubauen, wo es um alte Kakaosorten geht und ein Teil diese Arbeit besteht eben, diese alten Kakaosorten überhaupt erst zu finden. Und wir suchen dann erst die Gruppen an Kleinbauern, die quasi diese alten Bäume noch haben. Das heißt, ein Teil meiner Arbeit besteht wirklich darin, quasi in sehr abgelegenen Gegenden im Regenwald nach diesen alten Sorten zu suchen und den Menschen, die bereit sind, sie wieder anzubauen. Bei Schokolade gibt es ja viele Gütesiegel. Was kommt denn davon bei den Menschen vor Ort tatsächlich an? Leider viel zu wenig. Also die meisten sind zwar ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber sowas wie UTZ, Fairtrade, die sind alle an den Weltmarktpreis gekoppelt. Das heißt, es sind Prämienzahlungen obendrauf. Aber was wir eigentlich bräuchten für die Bauern, um hier Sicherheit zu schaffen, ist wirklich ein Fixpreis. Sag mal, was würdest du sagen, was müssten wir hier in Deutschland bezahlen für eine Tafel Schokolade, damit sie den Wert hat, den du beispielsweise siehst? Auf der einen Seite im Supermarkt, die wirklich die Süßigkeitsschokolade, wo ja Kakao den kleinsten Zutatenanteil stellt, wo wirklich Zucker und Milch drin ist, da wäre uns schon viel geholfen, wenn man einfach 10 Cent pro Tafel mehr zahlt.
Für edle Schokoladen mit einem Kakaoanteil 60, 70, 80, 90%, wo viel mehr Kakao drin ist, die teilweise auch handwerklich hergestellt sind, wo die Leute vor Ort auch länger fermentieren, trocknen müssen, da steckt ja viel mehr Arbeit dahinter, da glaube ich, geht es erst los, wirklich fair zu sein bei 3 € pro 100 Gramm die Tafel. Drunter geht das einfach nicht. Und nach oben, muss man sagen, ist Luft. Jan, vielen, vielen Dank für die ehrlichen und sehr direkten Antworten. Ganz liebe Grüße nach Ecuador, alles Gute. Umso mehr man erfährt, umso mehr Gedanken macht man sich darüber. Und trotzdem erwischt man sich als Verbraucher im Supermarkt und greift zu einer bestimmten Schokolade, weil man weiß, die schmeckt. Da kann sich ja keiner frei von machen, auch ich nicht. Ja. Aber die Aussage ist erschreckend, dass man mit 10 Cent vor Ort pro Tafel eine ganze Menge ändern kann, wenn man es möchte. Ein paar Cent mehr für die Tafel. Warum klappt das nicht? Vielleicht bekomme ich hier eine Antwort. In Waldenbuch bei Stuttgart sitzt die Firma Ritter Sport, zweitgrößter Schokoladenhersteller in Deutschland. Das Unternehmen wirbt damit, besonders fair und nachhaltig zu sein. Nur, was genau bedeutet das? Wie kann das sein, dass eine Schokolade 100 Gramm so preiswert im Supermarkt ist? Die Preise im Handel macht der Handel und nicht der Hersteller. Aber es ist natürlich klar, Nachhaltigkeit kostet Geld. Der Hersteller kann es sicherlich bis zu einem gewissen Grad abfangen. Aber wie weit es gehen wird, das wird sich zeigen. Das heißt, irgendwann wird es auch wohl dann den Verbraucher mit beinhalten. Können Sie ungefähr sagen, wie hoch ist der Anteil der Kakaobohnen, den Sie tatsächlich zurückverfolgen können zum Ursprung? Also zum Ursprung können wir tatsächlich alles zurückverfolgen. Wir wissen schon, welcher Kakao aus welchem Land kommt. Ungefähr 60% unseres Kakaobezuges, dafür unterstützen wir Bauern in den Ursprungsregionen. Wir sind im ständigen Austausch, wir kaufen direkt vor Ort die Bohnen ein. Wir wissen, wo es an Dingen fehlt. Wir unterstützen mit Schulungen, dass die Erträge steigern. Davon profitieren wir ja gleichzeitig auch, indem wir eine gute Qualität, eine immer bessere Qualität an Kakaobohnen beziehen können. Also das heißt, von den 40% wissen Sie nur, der kommt beispielsweise aus Westafrika oder Südamerika, aber dann ist auch Schluss. Wir wissen das Ursprungsland, aber nicht unbedingt von welcher Erzeugerorganisation direkt. Also hier auch noch Luft nach oben. Dabei gibt es heute bereits eine Vielzahl an Siegeln, die Nachhaltigkeit und Fairness versprechen. Kann aber auch ganz schön verwirren, finde ich. Was heißt denn, der ist zertifiziert? Weil es klingt ja erstmal schön. Was bedeutet das konkret? Zertifizierter Kakao heißt, dass er nach gewissen Maßgaben, Standards angebaut werden muss. Das ist quasi so eine Grundorientierung, die uns diese Zertifizierung bietet. Jetzt habe ich durchaus mit Menschen gesprochen, die sagen, die große Industrie, die Konzerne, sie machen zu wenig. Haben die das Gefühl, sie machen zu wenig oder ist es vielleicht auch einfach nicht einfach, was zu machen? Diese Kakao-Wertschöpfungskette ist sehr, sehr komplex. Und jeden einzelnen Schritt nachzuverfolgen, ist nicht ganz einfach. Da bedarf es schon etwas mehr Engagement. Aber ich glaube in Summe, dass die Industrie in der Zwischenzeit doch schon einiges mehr tut, als sie das vielleicht noch vor 10 Jahren getan hat. Glauben Sie, dass der Endverbraucher bereit wäre, mehr zu bezahlen? Also wahrscheinlich reden wir ja von Centbeträgen, oder? Der Verbraucher ist sensibler denn je. Und von daher bin ich da guter Dinge, dass der Verbraucher das auch wirklich wertschätzt. Doch welche Schokolade wird tatsächlich nachhaltig produziert? Welche ist auch wirklich hochwertig und welche nicht? Gar nicht so einfach, das immer zu erkennen. Immerhin, es scheint sich was zu tun in der Branche. Ich habe das Gefühl, wenn man mit Schokolade Geld verdienen will, muss man einer der großen Händler sein. Das habe ich vor der Kamera gehört, aber eben auch hinter der Kamera. Ansonsten glaube ich, es ist noch ein ziemlich weiter Weg, bis aus Schokolade tatsächlich ein richtig nachhaltiges Produkt wird. Man kann sich eben leider nicht zu 100% auf die Siegel verlassen. Und auch wir Verbraucher sind gefordert. Wir müssen am Ende bereit sein, mehr für Schokolade zu bezahlen. Und ob das klappt, da muss ich zugeben, da bin ich wirklich nur verhalten optimistisch. Aber ich habe noch jede Menge mehr gelernt. Die Auswahl an Schokolade ist enorm. Kein Wunder, zählt sie doch zu den liebsten Genussmitteln der Deutschen und versüßt uns das ganze Jahr über das Leben. Für die Schokoindustrie heißt das, sie hat immer Saison. Doch leider gibt es eben auch Verlierer, die Kakaobauern. Sie stehen ganz am Anfang der Produktionskette. Daher gilt: Hinschauen, nachfragen und im Zweifelsfall ein paar Cent mehr investieren. Dann schmeckt's ja irgendwie auch noch ein bisschen besser.
Hat euch unsere Doku gefallen? Dann könnt ihr hier gleich weitere spannende Dokumentationen von unserem Kanal anschauen. Und hier haben wir weitere Videos zum Thema. Und wenn euch Marktcheck gefällt, dann könnt ihr uns sehr gerne hier abonnieren.